Hallo, willkommen zurück zum Let's Play WoW. Müsste Folge 4 sein, die ich jetzt aufnehme. Ja, es ist ein bisschen was passiert und zwar, ich stehe jetzt direkt hier schon an Stallross Depot. Erstens, ich habe eine Gilde. Das heißt, ich wurde in die Gilde eingeladen, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass sie mich einladen. So. Ja, mir steht jetzt einiges an Levelarbeit bevor, bis ich dann mit den Jungs und Mädels dann endlich mitmachen kann. Weil die meisten sind tatsächlich schon in Nordend und es ist eine persönliche kleine 10er Raid-Gruppe erstmal geplant, so wie ich das mitgekriegt habe. Kennengelernt habe ich die alle noch nicht. Nur eben, ich wurde von einem netten Menschen dorthin eingeladen, eben unter so ein bisschen der Voraussetzung, wir benötigen Hilfe beim Teamplay und so. Und das ist mir eigentlich auch sehr, sehr lieb, wenn man dann, wenn man eine Gruppe hat oder wenn man eine Gilde hat, die dann zusammen eine Raid-Gruppe fest auf die Beine stellen kann, wo man so zusammen wachsen kann, so ein bisschen. Das ist eigentlich genau mein Ding. So, jetzt bin ich so. Das erstmal so weit. Was haben wir sonst noch? Achso, genau, hier. Mir wurden als ein bisschen als Willkommensgeschenk habe ich diese Ringe gekriegt. Stufe 10, Stufe 10, Stufe 12. Sehr geil. Und ich glaube, im Briefkasten ist auch noch ein bisschen was. Das müssen wir jetzt gleich mal kontrollieren, was da im Briefkasten ist. Das habe ich zwar schon so grob angeguckt, aber noch nicht abgeholt, weil das wollte ich ja, wenn, dann nur im Let's Play bzw. in der Aufnahme machen. Ja, zu den Aufnahmen generell. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man das am besten auf Dauer hinkriegen würde. Von Stufe 1 jetzt bis 80 ist ja nun mal eine kleine Zeit lang, die man da wohl brauchen wird. Und wenn ich davon ausgehe, dass jede der Folgen irgendwie 20 Minuten geht, dann komme ich eigentlich nicht drum herum. Dann habe ich nachher so 5000 Folgen oder so. Ich werde es also so machen, dass ich es teilweise ein bisschen abkürze. Ihr werdet das Wichtigste sehen, aber ihr werdet dann nicht alles sehen. Das heißt, ich werde im Hintergrund dann noch ein bisschen Charakterverwaltung machen. Heißt irgendwie was, was ich berufe oder sonst irgendwas. Das werde ich vielleicht nicht mit aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch nicht so dringend notwendig, dann irgendwie immer jeden Beruf und all sowas aufzunehmen. Eigentlich interessiert ja nur die Story und wie man hochlevelt. So, mal danke an Ayata und Seli an der Stelle für diese Willkommensgedönse hier. Die Glyphe Rüstung zerreißen ist zweifelsohne für meinen Krieger. So, die kann ich aber direkt hier so hinlegen. Schwupp, 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 schwupp. Ich glaube dann. Kann ich den allerletzten Rucksack auch schon austauschen? So, was haben wir jetzt? 8, 8, 6, 20. Ja, gut. Da würde ich mal fast sagen, dass wir jetzt endlich mal genug Platz haben, um wirklich alles mitzunehmen. Das ist sehr schön. Eberäppchen, Biersoße. Ja, ich habe zwischendurch kochen gelernt. Hatte ich das letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe. Jedenfalls, ich habe zwischendurch kochen gelernt, was immer, eigentlich immer eine gute Idee ist. Man hat das auf der Playlist von Rising Gods gesehen, dass man mit Kochen eigentlich immer in der Lage ist, sich vernünftiges Buff-Futter für jede Lebenslage selber bereitzustellen. Alleine dafür ist es ganz gut. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Ja, ich werde noch kurz diese restlichen Eberröppchen, die ich dummerweise durch Kochen verbraucht habe, die hätte ich eigentlich als Quest abgeben müssen, habe ich komplett vercheckt irgendwie. Die werde ich jetzt gerade nochmal nachholen und dann sehen wir uns gleich vor Stahlross Depot wieder. Ne, bis gleich. Wieder da. So. Ja, ich habe die 4 Brocken Eberfleisch und die 4, die 2 dicke Bärenfelle für dich, mein Freund. Klatschen, da kriegen wir auch schon direkt. Direkten Level ab. Was willst du jetzt immer schimmer? Rechold Gerstenmeier experimentiert mit seinen Gebräuen. Ein paar davon schmecken gut, einige schlecht, einige nun hauen selbst den stärksten Zwerg um. Er lebt in Bräuhal westlich von Karanos. Ich will immer schimmer, eines seiner Getränke. Es wird mich warm halten, wenn ich unterwegs bin. Außerdem brennt das Zeug so heiß, dass ich es in Dampfstrahls Brennofen kippen kann. Geil.
Also, er braucht Treibstoff für sich und seine Maschine. Sehr schön. Was willst du? Ah ja, du willst die Wendigo Man von mir? Bitteschön. Ja, und dann werde ich mich nun mal aufmachen zu diesem Bräuhall, der da hinten irgendwo im Westen oben existiert. Und von dort aus gehen wir dann weiter in die Aufgaben, die sich dort in dem westlichen Gebiet von Dunmorrow abspielen. Und auch in die Höhle dieser Trolle, wo wir eigentlich Kopfgeldhöhle, Kopfjägerhöhle, Trolle, Blubgedöns. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Obwohl, warte mal, diesen blöden kleinen doofen Bär. Hier, den hauen wir jetzt noch um. Der kommt. Ach geil, jetzt kommen direkt drei an. So. Vier! Nee, sorry. Also gegen vier kann ich nicht. Gegen drei, das hätte vielleicht noch funktioniert, mit ganz viel Glück, aber gegen vier, nö. Nicht gegen vier. Das schafft man auch als Krieger auf Level 7 nicht. Da musst du auch regelmäßig weglaufen. Dann. Ach so, ja, oh. Kommen ja diese komischen. Diese komischen Gebirgsjäger hier, die einem dann helfen. Sehr, sehr schön. So, ja, da muss man ein bisschen aufpassen auf Level 7, beziehungsweise. Oh, ich bin schon Level 8, okay. Level 7, 8 hat man leider noch nicht so die Fähigkeiten, um so solche Krisensituationen zu bewältigen. Das muss man dann tatsächlich irgendwie ja, ganz klassisch mit Weglaufen lösen. Aber ich glaube, das geht jeder Klasse am Anfang so. Das wird sich aber sehr schnell ändern, sobald man einmal so auf Level, was weiß ich, 12 ist oder so. Ich spiele den Krieger ja im Tandem zu dem Isaya. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man ein gewisses Level erreicht hat und ein paar mehr Fähigkeiten dazugekriegt hat. Das ist definitiv viel, viel besser. Was war das denn schon wieder? Ich habe mich doch gehört. Ich höre dich, mein Freund. Ich höre dich. Boah, mir ein Aggro-Radius. Da kommt der nächste Wolf. Und natürlich verfehlt das blöde Schattenwort Schmerz, ne? Nicht zu fassen. Der Dicke da vorne, der kommt gleich auch an. Nee, noch nicht. Okay, dann werden wir den mal auslassen. Das Schwein, das können wir eigentlich. Das Schwein wegpumpen. Aber wir laufen erstmal dran vorbei. Weil ich möchte euch ja zeigen, wo man zu diesem Bräuhall kommt. Da ist das Frosthauchtal. Dunmorrow ist schon schön. Ist schade, dass man nicht mehrere Instanzen von Dunmorrow hat. So eine Instanz auf Level 40, 50, 60 oder so wäre zum Beispiel ganz schön. Man dann andere Aufgaben hier macht. Ich glaube, auf Eberjagd werde ich ein anderes Mal gehen. Das werde ich vielleicht mal irgendwie offscreen machen oder so. Jetzt wollen wir erstmal das neue Questgebiet erreichen. Und dann vielleicht warten wir die Eisklauenbären. Die müssen wir gleich auch wegpumpen, glaube ich. Genau. Hier ist der Eiswellensee. Eiswellensee, hier war. Oh Gott, hier ist auch noch Winterwolf. Ist möglich. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Bosswolf rumläuft. So, da vorne ist Bräuhall. Also genau hier auf der anderen Seite des Sees. Alles zugefroren. Schön. Warte mal, ich glaube. Ja, Anglerbedarf. Genau. Pass mal auf, Greta. Du gibst mir bitte das Rezept und mal eine Angelrute. Dankeschön. Ich weiß bloß nicht, wo ich die Angelfähigkeit herkriege. Die habe ich noch gar nicht. Aber zumindest kann ich schon mal Fische grillen. Das ist ganz gut. So. Ich plane ja mit Torgim Alchemie zu kriegen. Mal wieder. Kennt man ja von mir irgendwie.
Und für Alchemie ist Angeln hin und wieder ganz hilfreich. So, ich muss zugeben, diese Donnerbrass stellen ein paar gute Getränke her. Aber sie müssen noch lernen, dass ihres nicht das einzige ordentliche Gebräu ist. Vielleicht könnt ihr mir helfen, ihnen diese Lehre zu erteilen. Nehmt dieses Fass mit Gerstenbräu, schleicht euch in den Kellerei der Brauerei Donnerbräu in Karanos, vertauscht es mit einem ihrer Fässer Donnerbier. Dann werden wir ja sehen, ob ihre Kundschaft mein Gebräu lieber mal mag als ihres. So, also Konkurrenzdenken unter zwergischen Bierbrauern. Belfis braucht etwas Immerschimmer. In Ordnung, genau. Das mit dem Immerschimmer. Ein Gefallen für etwas Immerschimmer. Und wir sollen Bären töten, Klippenmäber töten und Schneelöparden töten. Genauso hatte ich das so grob in Erinnerung. Bräuhall könnte ein wenig Hilfe gebrauchen gegen wilde Tiere, die die nahegelegenen Schneefelder durchstreifen. Manchmal kommen sie sehr nah. Zu nah. Oh, warte mal, du hast noch eine zweite Aufgabe. Das perfekte Starkbier, jawohl. Ich bin von einem Vorhaben besessen, dem Vorhaben, das perfekte Starkbier herzustellen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Das Brauen liegt mir im Blut. Ich muss nur das richtige Rezept finden. Weit oben, in den Bergen im Osten, bauen die Trolle der Frostmähen eine Pflanze an, Schimmerkraut genannt. Sie verwenden es bei seltsamen Stammesritualen, ja, so um das Kraut zu rauchen wahrscheinlich. Wir Zwerge haben keine wirkliche Verwendung bisher dafür gefunden. Aber sie hat einen einzigartigen Geschmack. Und ich möchte in meinem Gebräu damit rumexperimentieren. Alles klar, das heißt, er will das erste Hanfbier brauen, oder wie? Darf ich das so verstehen, ja? Sehr, sehr entspannt. Sinniges Wolfsfleisch. Soll ich das Wolfsfleisch schon direkt grillen, oder habe ich das? Nee. Gewürztes Wolfsfleisch. Das bringt mir sogar Ausdauer da. Als Buff, das ist ja sehr schön. Grillen. So, und die Klippenheberräppchen, die kriege ich bitte auch. So, Kochkunst skillt sich fast schon von alleine, muss ich sagen. Man findet unterwegs beim Rumlaufen so viele Rezepte und so viel Kram, dass man ganz in Ruhe alles machen kann. So, da vorne ist dieses Trollgedöns jetzt. Diese Trollhütte. Warte mal, soll ich die hier alle wegpumpen? Nee, alter Klippeber. Schneeleopard. Eisklauenbär. Eisklauenbär getötet. Dich soll ich. Und Schneeleopard soll ich auch töten, okay? Ach, doch bitte nicht verfehlen. Nicht verfehlen ist das Allerschlimmste für Zauberer am Anfang. Wenn da steht verfehlen. Du hast schon, am Anfang hat man schon so wenig Fähigkeiten. Wenn die dann auch noch verfehlen, dann kannst du fast schon die Tastatur weglegen. Nicht schön. Nicht schön. Oh, diese Bär, die sind aber auch stabil, ne? 164 live. Die Bären sind richtig stabil. So, Troll der Frostmähnen. Hallo, hallo. Wutsch, 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 wutsch. Ist der nächste Teil? Ich muss, glaube ich, ganz in die Höhle rein, oder? Ja, erforscht die Höhle der Frostmähnen vollständig. Ist ja super. Und ein Heiltrank. Den legen wir uns direkt mal rein für schlechte Zeiten. Oh, warte mal. Mein Buff läuft aus. Essen wir mal das gegrillte Wolfsfleisch. Lecker. Ich will nur den Sattbuff haben. Mehr nicht. Ausdauer und Willenskraft erhöht. Sehr schön. Feenfeuer, wacht mal ab. Ein Unsinn. So, habe ich dich, mein Freund.
kommst du denn her? Stirb doch endlich. Dankeschön. So, habe ich Verbände dabei? Nein, habe ich nicht ganz. Aber ich habe ein wenig Leinenstoff dabei, um Verbände herzustellen. So. Mal so ein paar Verbände zu machen. Ne, das ist all das, was man so in der Hauptstadt... Oh, das wird spannend jetzt. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Schauen, ob ich das jetzt überlebe. Ja, tu ja mal. Blödes, widerliches, hässliches, fettes Vieh. So, erstmal frühstücken. Das gibt's ja gar nicht. Sitz ich hier inmitten einem Berg aus Trollleichen. Auftanken, auftanken. Dankeschön. So. Erfrischendes Quellwasser. Das ist ja nett, dass ich das Wasser, was ich gerade getrunken habe, direkt schon wieder als Buff, als Loot reinkriege. Aha. Zauberduell. Zack. So. Die Höhle vollständig. Ah, nicht verfehlen. Komm schon, mach ihn fertig. Noch einer, das gibt's nicht. Sag mal, wie viele Trolle gibt's denn hier drin? Leute, Leute. Nicht zu fassen. Wie stört mich der Chat gerade? Ich muss mir den Chat mal so konfigurieren, dass ich ein Chatfenster habe, was mich nicht stört. Was nur, wo man nur so ein normales Gerede sieht. So ein Flüsterfenster oder so ein Gedöns. Ich mache euch zu Mojo. Ja, du mir ein paar Mal. Streichle dich mit meinem Zauberstab tot. So, Kopfjäger der Frostmännchen. Genau, ich soll die... Die Höhle komplett erforschen. Ein Balkabzieher der Frostmen. Der ist sogar im Level höher als ich. Merkt man sofort, weil nämlich die Hälfte meiner Zauber schief geht schon wieder. Hass. Hass, Hass. Wirklich, ohne Schattenwort Schmerz wird man hier keine 2 Meter weit kommen. Schattenwort Schmerz ist so gut gerade. Gott, du bist ja sogar Stufe 10. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh. Dafür widerstehst du mir aber nicht. Zumindest gerade noch nicht. Legt sich direkt zu seinem Kumpel dazu. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Du bist ein Schattenzauberer.
Ein Balkabzieher, okay. Ja, durch Questgebiete geschätzter Saarlandgröße zu knödeln. Genau das ist Barlos Idee. Kannst du die bitte umbringen? Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Irgendein Infanterie-Umhang. Futter mal bitte. Und was ist das jetzt für ein Umhang? 8 Rüstung, meiner hat 3 Rüstung. Dankeschön, ich habe einen neuen Umhang. So. Das ist mal auch schon wieder voll. Nee, das ist nur dieser komische Zaubertroll. Erforscht die Höhle der Frostmähen vollständig. Super. Ja, natürlich kommst du auch mit. Ist doch ganz klar, dass du auch mitkommst. Wieso haut denn er jetzt ab? Ey. Du gemeine Sau. So, da hat man hier noch eine. Mehr, mehr, mehr. Ja, schöne Höhle hier, ne? Alle 2 Meter irgendein Troll, aber langsam aber stetig ballern wir uns hier durch. Naja, mal abwarten, bis man dann die ersten richtigen Angriffsfähigkeiten hat noch. Dann wird das noch um einiges besser. Momentan ist man halt. Am Anfang ist man generell als Stoffi immer sehr auf den Zauberstab angewiesen. Komm, der edit jetzt gleich auch. Uhu. Hat aber auch gut rein, ne? Ja, der haut immer so 14 rein oder so. Der ist gar nicht mal so. Also diese Balkabzieher, die sind echt fies. Die sind echt richtig fies. Ich glaube, ich gehe auf demselben Weg raus, wie ich reingekommen bin. Weil hier ein paar weniger Viechers rumstehen jetzt. Ich hoffe, die sind noch nicht alle respawned. So, ja, hier steht nämlich noch nichts rum. Das ist gut, das ist sehr gut. Das heißt, wir schmuggeln uns jetzt gemütlich aus der Höhle hier raus. Heldenhaft auf Stufe 8. Vor allem heldenhaft dieses widerliche, hässliche, fette Vieh hier. Mit heroischen 29 Damage. Gegen dieses komische Trollteil da. Auf den Irokesen bin ich ein bisschen neidisch, ne? Aber ansonsten kannst du die komplett in den Müll hauen. Die doofen Trolle da. Hallo. Ding. Genauso geht's ab. Noch eine Handaxt. Sehr schön, sehr schön. Komme ich hier zerstörungsfrei raus? Nein.
wieder irgendein Scheiß nach uns. Raus da. Weg da, lass mich da weg. So. Nee, warte mal. Wo muss ich denn sonst noch hin? Das Schimmerkraut holen. Diese komischen Viecher alle wegknallen. Ansonsten... Nee, ansonsten erstmal nur hier raus. Gut. Lass das sein. Deine blöden Gedöns da. Feenfeuer. Oh, das sind aber ein paar, ne? Troll, Schattenzauber, schon. Ja, das sind ein paar. Boah, steht aber auch schön viel. Zwei Schatzkisten stehen da rum, aber gegen fünf Trolle gleichzeitig komme ich nicht an. Das wird nichts. Also die äußerste Grenze, könnte ich mir gerade vorstellen, sind drei Trolle. So. Und mehr wird gerade nicht laufen an Gegnern, die gleichzeitig bekämpft werden können. Das schaffst du aber auch irgendwie als Krieger, schaffst du das auch nicht. Da bin ich hier auch sehr ängstlich rumgelaufen und habe mich als Krieger dann hinter jedem Baum versteckt, so ungefähr. Dass man mich bloß nicht sieht, dass mich bloß nicht so viele Feinde gleichzeitig sehen. Clownbär, alter Klippen-Eber. Ja, diese Klippen-Eber, die brauchen wir auch noch. Noch viel mehr, ja. Ding, ding. So. Mal einmal auftanken. Unser Weg ist gepflastert von Leiche. Oder so. Na jedenfalls die paar Viecher noch umkloppen. Das müsste noch gehen. Und dann gehen wir zu diesem Schimmergedöns hoch. Diesem Schimmerstark hier. Ich erinnere mich, dass das irgendwo im Norden war. Dass man von Breuhall aus in diese Höhle gegenüber von Eisenschmiede in dem Bereich geht, dass man einmal so quer über den See muss. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ich mache mal einen Cut und laufe dann bis zu den Trollen hoch, ne? Genau, das ist eine gute Idee. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück auf dem Schimmergrat. Ja, ich bin einmal quer über den See gelaufen, habe noch ein paar von den Viechern umgeboxt. Einen Leoparden müssen wir noch von den Viechern. Und jetzt nehmen wir uns diesen Seher der Frostmähnen vor. Flamme an. Und hauen die mal so richtig an dem Ton hier. Wanka Gigranka. Okay, ja, von mir aus. Und hauen die mal so richtig weg hier. So. Doofen. Blitzschläge, ich weiß, Quatsch, genau. Ich weiß, dass die Blitzschläge richtig reinknallen. Von denen, da muss man tatsächlich aufpassen. Aber da unten liegt noch Schimmerkraut unten drin. Maximale Reichweite. Ist da einer drin? Da ist tatsächlich einer drin. Ist ja gar nicht mal so toll. Pass mal auf. Dann zünde ich mal hier die Flamme an. Wir warten mal noch ein bisschen. So, bis der Buff ein bisschen runtergetickt ist. Und dann greifen wir mal so richtig feuern. Wie mal so richtig weg hier. So, ist die geschwächte Seelenbuff nämlich weg. Kann sein zweites Schild sofort hinterher setzen. So. Ganze Zauber, wie du willst, blaues hier. Hau ich die Da, die haben alle Schimmerkraut dabei.
Was? Hallo. Ach so. Sie möchten was aufs Maul. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Zack. So. Mal das gesamte Lager irgendwie hinrichten oder so. Hier, ist da hier oben drin? Hallo? Ich will euer Futter und euren geilen Kram haben. Gebt mir alles, was ihr besitzt. Du auch. Du besonders. Du bist ein ganz besonders hässliches Exemplar, ne? Genau. Nichts gegen meinen almighty Zauberstaff hier. Komm. Komm, mein Freund, komm. Du willst es doch auch. Klatsch. So. Da liegt er im Dreck. Das ist prima. Ich klaue euch euren Kram. Weiß ich schon Bescheid. So, ich glaube, ich bin fertig schon, ne? Oder? Ich glaube, ich muss nur 6 von diesen Dingern sammeln. Ja, alles im Arsch, alles gelootet, dann kann ich wieder gehen. Schön. Ja, wunderbar. Es läuft gerade, läuft. Hervorragend. So, bitte Rivalen, das müssen wir jetzt gleich auch noch irgendwie performen. Gefallen für etwas immer schon mal hier. Diesen einen Schneeleopard, den müssen wir jetzt gleich noch irgendwo finden und aus den Pfoten prügeln. Das tut mir leid, ich mag Katzen eigentlich. Ich mag keine Leoparden töten. Ich finde das voll doof. Ich will lieber noch 5 Bären töten als einen Leoparden. Apropos Bären töten. Da kommt gerade einer, der sich freiwillig meldet. Um seinen Pelz mir zu überantworten. So. Jetzt würde ich gerne Schattenwort tot haben. Das wird das alles viel schneller machen. Die liegen noch alle im Dreck. Wo ist denn hier? Sehen wir noch einen weiteren Bären? Nein, ich möchte einen weiteren Katzenmob umhauen. Ja gut, ich hau die eine Katze um, ich suche die jetzt und dann sehen wir uns zum Quest abgeben in Brauhall wieder. Bis gleich. Blum, blum, wieder da. Ja, hat jetzt nicht besonders lange gedauert, war ja nur eine so eine doofe Katze. Und dann können wir abgegeben. Nämlich, gefallen für etwas immer Schimmer. Ding. Ein knorriger Kurzstart kriege ich. Gibt Pilot Bellofitz das in Schallrost Depot das Festlein immer Schimmer? Mache ich. Ja, alles klar. Und das Schimmerkraut, damit du neues Gedöns brauen kannst und so. Ja, mache ich. Oh, ich kriege Armschienen. Ich habe noch gar keine Armschienen. Das ist ja nett von dir. So, Schimmerstarkbier. Ich möchte, dass mein Bruder Wellert mein neues Schimmerstarkbier ausprobiert. Er ist Wachturm Gebirgsjäger im südlichen Wachturm stationiert in einem von 2 Türmen an der Grenze zum Loch Modan. Ach so. Er mag vielleicht kein Bierbrauer sein wie der Rest von uns Gerstenbräut, aber er trinkt gerne mal einen. Und ich bin mir sicher, das hier wird er mögen. Bring das Fass zu ihm. Mache ich, mein Freund. Mache ich sehr gerne. So, und ich glaube... Warte mal, Lederrüstungshändler? Nee. Kann ich noch irgendein Gedöns verkaufen? Die hier will ich nicht verkaufen, die will ich anziehen. So, der Rest ist egal. Wir haben hier noch ein wenig Leinenstoff, das können wir gerade mal verbrauchen. Warum benutze ich trotzdem Leinenverbände, obwohl ich mich theoretisch mit Mana heilen kann? Ganz einfach, weil ich Mana brauche, um mich zu heilen. Und auf kleinem Level ist Mana das, was man am meisten braucht. Was Mana ist Aktionsreichweite, Mana ist Leben, Mana ist Damage, Mana ist alles. Deswegen versuchst du das eben so weit wie möglich zu sparen an allen Ecken und Enden. Wenn du ganz leise bist, kannst du mich sparen hören, ganz ehrlich. Und ja, genau so ist es dann nämlich. Und ich habe jetzt, warte mal, wir sind kurz vor Level 10, glaube ich, nicht? Ich wollte, glaube ich, Level 10 werden, irgendwie so... War das, ne? Genau. Ja, wir müssen Rückkehr zu Belfitz. Nach Karanos, nach Schimmerstarkbier, Gebirgsjäger, Gästenbau. Wir müssen eigentlich nach Karanos. Weißt du was? Wir nehmen den Ruhestein nach Karanos. Das geht ja viel besser. Das geht viel besser.
Und vor allem viel, viel schneller. So, hallo. Was möchte ich jetzt? Ach, warte mal. Er möchte, glaube ich, unten im Keller soll ich das Fass austauschen, ne? Das hieß gerade was von wegen, bitte Rivalen, genau. Schleicht euch in den Keller der Brauerei. Bewachtes Fass. Dieses Fass wird von Javen Donnerbräu bewacht, solange er sich im Keller aufhält, bewegt sich kein Fass von der Stelle. Also wir sollen ja das Fass heimlich austauschen. Hier steht so viel Alkohol, aber ich habe strikte Befehle, ihn nicht anzurühren. Wenn ich nur einen Schluck unseres Donnerbeers abkriegen würde, also er muss die ganze Zeit neben dem Bier stehen und darf davon nichts trinken, das ist natürlich sehr doof. Ja gut, dann er möchte sein Donnerbier haben. Wir holen ihm ein Bier. Er wird sich bestimmt erkenntlich zeigen und die Örtlichkeit mal kurz verlassen, wie ich hoffe. Damit wir dann heimlich ihm das andere Fass unterjubeln können. Hier, bitteschön. Javens Ablenkung steht ja schon dran. Ihr seid ein wahrer Held. Ja, ein Held, der dir dein Bier bestellt und so. Ein Held, der mit seinem Geld deine Runde bestellt. Bedank dich. Ich passe für dich auf die Fässer auf. Genau, und so rein per Zufall. Ja. Oh, das Fass soll ich zurück nach Bräuhall bringen. Das mache ich aber offscreen. Da gehe ich nicht im Let's Play nochmal für hin. Wir waren ja jetzt einmal in Bräuhall. Ihr wisst ja jetzt, wo das ist. Da kann man das so ja machen. Was ist hier drin? Hier ist nichts drin. Ansonsten, das ist, glaube ich, nur irgendwie so Schlafstätten und Gedöns. Ne? Ich finde, ganz im Ernst, es sieht schön aus. Also ist trotzdem immer noch schön gemacht. Genau so kann man das in Minecraft nachbauen. 100%. Funktioniert. Zwergenbaustil ist schön viereckig. Und schön unterirdisch, sodass sich das lohnt, dass man es in Minecraft nachbauen kann. Ich habe lange überlegt, ob ich auch ein Minecraft-Let's Play mache, aber ich glaube, das ist mir momentan noch zu Mainstream irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, wenn ich mal so einen kreativen Moment habe oder so. Muss ich aber gerade mal gucken, wo können wir sonst noch abgeben? Senior Weißbart, da sollten wir das noch abgeben. Genau, dieses immer Schimmergedöns. Ne? Ne, Höhle der Frostmen war das. Genau, die gehen wir dann gleich ab. Genau. Torgame, ich hätte nicht gedacht, dass ihr Probleme hättet, dorthin zu finden. Meine Richtungsangaben sind vortrefflich, wisst ihr. Lasst mich gerade noch einmal meinen Bericht fertigstellen. Hier, und jetzt... Ja, das ist jetzt wirklich lustig. Ich kann davon ausgehen, dass es euch nichts auch ausmachen würde, einen letzten Gefallen zu tun. Einen letzten Gefallen zu tun? Welchen letzten Gefallen zu tun? Die Robe ist doof. Die will ich, glaube ich, gerade nicht... Aber ist egal. Wunderbar, überbringt Senator Barin Rothstein meinen Bericht. Er ist ein missmutiger Geselle, also stört euch nicht an seinem wenig sonnigen Gemüt. Er ist ein Eisenschmiede in der Halle von König, wo König Magni Hof hält. Alles klar, also einmal zum König rein. Ihr kennt den Weg nach Eisenschmiede nicht? Ja, doch, den kenne ich. Alles klar, da können wir überspringen. Ach ja, und könntet ihr es vielleicht vermeiden zu erwähnen, dass ihr mir geholfen habt? Ich kann ja nicht glauben lassen, ich würde hier draußen nicht hart arbeiten, nicht wahr? Du stehst da mit dem Bier gucken und willst ja doch all die Lorbeeren einheimsen. Das kannst du aber knicken, mein Freund. Natürlich sage ich dem Bescheid. Dann ist deine Beförderung aber Essig, ne? So. Wenn er sonst noch Wasserfass. Ich sehe ein Wasserfass aufblinken im Schatzsucherradar. Warme Winterrobe. Die warme Winterrobe sieht zwar gut aus, aber ich habe ja schon etwas Besseres gefunden. So rein per Zufall. So, danach. Was können wir danach noch machen? So was, dieses Rückkehr zu Belfitz. Genau, die Berichte abgeben. Das Schimmerstarkbier abgeben. Also erstmal nur Zeug abgeben, wie ich jetzt sehe, ne? Viel Zeug abgeben. So, was sind wir jetzt hier? Kann ich hier noch irgendwas an- oder verkaufen? Eigentlich könnte ich die Robe auch direkt verkaufen, ne? Weil die werde ich niemals im Leben anziehen. Das ist eine ganz gute Idee. So, dem Piloten sein Zeug abgeben. Fässlein mit Immerschimmer, genau.
Ich den Stab mitnehmen oder was anderes, was wertvoller ist. Nee, komm, den Stab, Ende aus. Ding, 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 ding. So. Ja, das wäre das von Stahlrost Depot. Die beiden Kollegen hier sind versorgt. Wo geht man denn jetzt am besten hin? Ich glaube, ich werde... Ich glaube, ich werde das Bier in Bräuhall abgeben. Oben die Berichte abgeben. Und dann sind wir mit Sicherheit auch Level 10, dass wir mal kurz in der Kirche zum Leveln auf Stufe 10 vorbeischauen können. Das werde ich aber dann in der nächsten Folge machen. Erstmal bedanke ich mich fürs Zusehen. Euch einen herrlichen Abend. Wenn ihr so kühn sein wollt, mich zu abonnieren, bitte denkt daran, auch unter dem Video die Glocke anzuklicken. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, jeden Tag ein Video hochzuladen. In diesem Fall würdet ihr nichts verpassen, weil es dann immer ein bisschen, bei euch klingelt da oben. Ne? Also in der, wie sagt man das, dieses komische kleine Glöckchen-Symbol da, wo man immer alles angezeigt kriegt. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich dachte, der Bär kommt jetzt gleich an. Okay. Aber nein, der Wolf kommt an, natürlich. Nein, der Wolf geht auf den Hasen. Okay. Es sieht so aus, als könnte ich jetzt unbeschwert in Richtung Bräuhall laufen. Ist klar. Bis denn. Ciao.